Hallo Actionfreunde. Diese Videokritik stellt für mich persönlich etwas Besonderes dar, weil es die erste Videokritik sein wird, bei der ich mich einem Film von Mark Dacascos widmen werde. Von Mark Dacascos bin ich Fan, seit ich das erste Mal Crying Freeman gesehen habe. Und seitdem verfolge ich seine Karriere auch durch die schlimmsten Schoten. Ich durfte Mark Dacascos auch schon mal live begegnen. Das geschah bei einer Comic-Con-Veranstaltung. Da ist auch dieses Bild entstanden. Und bei der Veranstaltung habe ich Mark Dacascos als genauso offen, sympathisch und vor allen Dingen lustig wahrgenommen, wie ich es mir immer vorgestellt habe, was man aber in seinen Filmen gar nicht so zu sehen bekommt oder zu spüren bekommt. Denn seine Filme und seine Rollen sind meistens schon oder entsprechen wenig seinem eigenen Naturell. Damit genug des Vorgeplänkels und direkt zu seinem neuen Film. Dieser wird am 6. August 2020 von Sun Film bzw. Tiberius Film auf DVD und Blu-ray in Deutschland veröffentlicht. Und zwar unter dem wenig schönen deutschen Alternativtitel Hitman Undead. Im Original trägt der Film den etwas schöneren Titel The Trier. In Hitman Undead dreht sich mal wieder alles um eine apokalyptische Zukunft. Die meisten Menschen sind zombifiziert und die, die überlebt haben, ja, müssen tagtäglich um ihr Überleben kämpfen. Das fällt denjenigen am einfachsten, die in Enklaven unterkommen, die ihnen sowohl Sicherheit als auch Lebensmittel und auch eine Unterkunft gewähren können. In der Enklave, die für uns wichtig ist, achtet ein von den Einwohnern nur als der Pfarrer bezeichneter Mann auf die Einhaltung der Regeln des Zusammenlebens und der Aufrechterhaltung der Sicherheit. Da dieser Mann vor der Apokalypse als Killer sein Geld verdient hat, ist er bei der Durchsetzung der Regeln auch relativ kompromisslos unterwegs und er weiß halt, was er macht. Damit hat er sich viel Ansehen und auch Respekt erarbeitet. Wird von manchen aber durchaus auch kritisch ja, beäugt. Wie so oft in Filmen dieser Machart ist der Mensch des Menschen schlimmster Wolf und so fällt irgendwann eine marodierende Bande menschlicher Lumpen in der Enklave ein, um dort zu brandschatzen und zu rauben. Der Lärm, den sie dabei verursachen, lockt die um die Enklave herum befindlichen Zombies an. Die fallen ihrerseits in die Enklave ein, und wenig später sind sowohl die Bewohner als auch die Angreifer über den Jordan gegangen. Nur unser Fahrer konnte sich sein kleines Töchterchen schnappen, es in seinen BMW verfrachten und losdüsen. Gemeinsam ist man nun Richtung Norden unterwegs zu einer ja, sagenumwobenen Enklave namens Haven. Weiß aber eigentlich gar nicht, ob es diese wirklich gibt. Das heißt also, diese ganze Fahrt ist so ein Trip ins Ungewisse. Und auf diesem Trip versucht der Vater seiner Tochter alles beizubringen, was man braucht, um in der Apokalypse überleben zu können. Spätestens wenn der Fahrer mit seiner Tochter unterwegs ist und ihr alles beibringt, was man für eine Apokalypse wissen muss, weiß man, worauf Regisseur Vitch Kao Sayananda, den ich ab sofort unter seinem Künstlernamen Chaos ja, führen werde, mit seinem Film Hitman Undead vorgeschwebt ist. Nämlich eine flotte B-Variante des John Hillcoat-Streifens The Road mit Viggo Mortensen und Charlize Theron. Hier wie da müssen ein Vater und sein Kind durch eine gefährliche apokalyptische Welt streifen. Und muss der Vater sein Kind auf eine Welt vorbereiten, in der es ohne Eltern auskommen muss. Das Blöde ist nur, dass Chaos definitiv kein John Hillcoat ist und das Drehbuch zu Hitman Undead auch nicht ansatzweise die Qualitäten des Drehbuchs zu The Road besitzt bzw. transportieren vermag. Und das bekommt man als Zuschauer auch relativ schnell zu spüren. Denn schon die Ausgangssituation wird mega oder extrem ungelenk gereicht. Aus dem Off erklärt Mark Dacascos Figur
in einer Tour, was in der Welt, die wir da sehen, Phase ist, ohne aber wirklich etwas zu erklären. Sprich, wir erfahren nicht, wodurch die Apokalypse hervorgerufen wurde. Wir erfahren nicht, warum die Menschen zombifiziert wurden. Wir erfahren nicht mal, in welchem Jahr wir uns befinden, beziehungsweise in welchem Land oder in welcher Stadt oder was auch immer. Sprich, es wird am Anfang mega viel geredet, aber es wird halt nichts gesagt. Und das beginnt sich alsbald zu ziehen. Dieses ganze Vorgeplänkel in der Enklave ist für meines Erachtens viel zu lang geraten und Chaos zieht für meine Begriffe fast schon zu spät die Bremse, beziehungsweise dann halt holt zu spät den Vorschlaghammer raus, um die Enklave zu zerstören. Was folgt, ist eine nette Action-Szene, in der Mark Dacascos blutige Headshots setzen darf und auch einer äußerst effektiven Choreografie folgend um sich schlagen und treten darf. Bei Betrachten der Szene dachte ich mir, das ist echt ein hübscher Opener für einen Actionfilm. Konnte da aber noch nicht wissen, dass das die einzige große Actionszene des Filmes bleiben wird. Nach der Vernichtung der Enklave verlegt der Film seine Handlung komplett in den BMW des Fahrers und wir schauen im Prinzip nur noch durch die Windschutzscheibe auf die beiden Hauptakteure. Dabei haben Mark Dacascos als Fahrer und die Darstellerin des Töchterchens, Mark Dacascos Tochter Noelani Dacascos, eine echt gute Chemie, die wirklich auch funktioniert. Und es fällt auch gar nicht auf, dass das zum Beispiel für Noelani die erste große Hauptrolle war. Also sie schlägt sich da echt gut, was vermutlich halt auch damit zu tun haben wird, dass sie halt mit ihrem Vater gemeinsam vor der Kamera agieren darf und der ja vermutlich auch die eine oder andere Angst zu nehmen wusste. Das Problem ist nun, dass das Drehbuch den beiden nun ein Stück weit ja, dazwischen grätscht. Denn Regisseur Chaos ist nicht der Mann der leisen Zwischentöne. Der Künstlername deutet es irgendwie schon ein Stück weit an. Und auch andere Filme wie Tekken 2 oder Ballistik haben schon gezeigt, dass er dramaturgisch und erzählerisch eher nicht so versiert unterwegs ist. Denn obschon der ganzen Ausgangssituation so eine gewisse Ausweglosigkeit inhärent ist, schafft Chaos es niemals wirklich eine gewisse Spannung in die Geschichte reinzubringen oder den Zuschauer mitzureißen und noch stärker in die Welt hineinzuholen. Das klappt nicht mal dann, als Mark Dacascos Figur noch eine besondere Enthüllung gestartet wird. Selbst die sorgt nicht wirklich für eine, ja, für eine Verschärfung der Situation. Aufgrund dessen erinnert die Flucht von Vater und Tochter immer mal wieder an eine gemütliche Kaffeefahrt, bei der man halt hier und da mal anhält, eins, zwei Zombies wegmetzelt. Ja, und viel mehr passiert im Endeffekt auch gar nicht. Dabei fällt auch auf, dass die Zombies nie so wirklich in den Film integriert wirken und auch nie so richtig bedrohlich rüberkommen. Was auch daran liegt, dass zum Beispiel das Abräumen der Zombies doch relativ problemlos funktioniert und eigentlich nie so eine Art Cliffhanger-Moment oder irgendein Moment der Ausweglosigkeit wirklich generiert werden könnte. Interessant oder beziehungsweise gefällig ist, dass die Zombies sehr agil unterwegs sind und dass Mark Dacascos in den Action-Szenen wirklich ein irres Waffenhandling beweist und mega schnell zieht und ja, natürlich auch als Superschütze inszeniert wird. Zumal ja Mark Dacascos im Zombie-Wegschnetzeln bereits geübt ist, denn in der Asylum-Produktion I Am Omega durfte er dahingehend ja schon ordentlich üben. Oh, ich höre, ich soll kurz einen Zombie-Film-Man abgeben. Und ab dafür.
Danke, Zombie-Filmen. Deiner Liste kann ich durchaus zustimmen. Vor allen Dingen Re:Kill ist echt ein geiles Brett. Und es wird wirklich Zeit, dass der auch mal in Deutschland veröffentlicht wird. Damit zurück zu Hitman Undead, zu dem ich ja bisher eher eine Menge zu mosern hatte. Doch es gibt auch gute Punkte. Wo Chaos, also der Regisseur, zu Punkten versteht, ist die Optik seines Films. Es gibt diverse Szenen, die vor allen Dingen auch in Verbindung mit der wirklich angenehmen melancholischen Musik und den angenehmen melancholischen Musikstücken eine ziemlich eigene Stimmung verbreiten können, beziehungsweise heraufbeschwören können. Auch interessant ist, wie unterschiedlich Chaos die Enklave und die Flucht inszeniert. Die Enklave taucht er, oder beziehungsweise die Szenen in der Enklave taucht er in extrem erdige Sepia-Farben, also es ist extrem erdig, auch mit viel Rauch und Qualm und so weiter. Während dann die Flucht selber mit irre klaren, auch sehr bunten Bildern zelebriert wird. Auch lässt Chaos als sein eigener Kameramann die Kamera, wann immer es geht, auch immer relativ dynamisch so durch die Szenerien gleiten. Sprich, er versucht alles, um seinen Film nicht gar so billig aussehen zu lassen, wie er es vermutlich war. Denn dass Hitman Undead billig war, sieht man vielleicht nicht an den Produktionswerten selber, aber man sieht es daran, dass die Helden die ganze Zeit nur durch Waldhaine fahren. Man keine anderen Menschen zu sehen bekommt, es nie Urbanität zu sehen gibt und nicht mal andere Fahrzeuge irgendwo durchgefahren kommen. Interessant ist auch, dass der BMW, dessen Leasingraten vermutlich das teuerste im ganzen Film waren, auch nur im Off irgendwann mal explodieren darf, wenn es denn dann mal passiert. Und auch das Zombie-Make-up ist nicht wirklich von der wertigen Art. Was noch interessant ist, sind zwei Personalien. Zum einen ist Mark Dacascos Ehefrau Judy Contra ebenfalls in dem Film unterwegs. Die beiden kennen sich ja seit ihrem Zusammenwirken bei Crime Freeman. Und obendrein wird Julie Contra Mark Dacascos auch in seinem Folgeprojekt begleiten bzw. unterstützen. Dieses dreht Dacascos wieder mit Chaos und es wird den Titel One Night in Bangkok tragen. In dem Film wird auch Kane Kosugi am Start sein. Die Kampfmaschine ist auch in Hitman Undead kurz zu sehen, allerdings wirklich sehr kurz und seine Actionszene ist nur zu hören. Und damit zu meinem Fazit. Hitman Undead verzettelt sich meiner Meinung nach in seiner ruhigen und intimen Anlage. Für eine solche Art Kammerspiel ist vor allen Dingen der Regisseur definitiv nicht der Richtige gewesen. Weswegen sich auch die ganzen dramatischen Aspekte der Story nie so wirklich auf den Zuschauer übertragen. Und er nie so sehr Teil der Geschichte ist, wie er es eigentlich sein müsste. Und da hat der Film noch insofern großes Glück, dass halt Mark Dacascos und sein Töchterchen Noelani noch
einigermaßen gut funktionieren und sehr sympathisch rüberkommen und wenigstens ansatzweise den Zuschauer in die Geschichte hereinholen oder hereinziehen können. Ohne die beiden hätte der Film für meine Begriffe sogar durchaus komplett durchscheitern können. Zudem ist Hitman Undead deutlich weniger actionreich, als man sich das erhofft hat. Auch und vor allem, weil ja den Actionhelden Mark Dacascos reichlich verschenkt. Der darf sich gerade mal in einer Szene richtig austoben. Ansonsten darf er nur sein, wie bereits erwähnt, souveränes Waffenhandling präsentieren und die Zombies relativ problemlos abräumen. Ein gewichtiger Grund für die ganzen Mängel, also diese nicht erkennbare Apokalypse, die schwachen Make-up-Effekte, die geringe Schlagzahl in Sachen Action, ist definitiv auf das schmale Budget zurückzuführen, was sich zum Glück nicht auf die Optik des Streifens niederschlägt. Im direkten Vergleich ist I Am Omega mit Mark Dacascos für Actionfans deutlich empfehlenswerter ausgefallen. Da hier die Action stimmt, besser über den Film verteilt ist und auch ein bisschen größer skaliert ausfallen darf. Zudem integriert I Am Omega die Zombies auch sinniger in seine Handlung. Und insgesamt wirkt halt I Am Omega beim Abrippen seines großen Vorbildes I Am Legend mit Will Smith ja deutlich versierter als Hitman Undead beim Abrippen bzw. Abkopieren von The Road. Das macht am Ende 4 von 10 Punkte. Wenn ihr nach meiner Videokritik Lust bekommen habt, zu checken, ob ich mit meiner Kritik richtig liege oder komplett daneben, wünsche ich euch viel Spaß beim Genießen von Hitman Undead. Falls ihr noch mehr Bock auf Action habt, sucht doch mal nach unserem neuen Fratzengeballer-Podcast. In dem dreht sich diesmal alles um den Action-Klassiker True Lies mit Arnold Schwarzenegger. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Ciao.